Herzlich willkommen bei Me and Me Dog TV. Ich bin Jenny und hier sehen wir die Mia, die gerade einen anderen Hund fixiert. Würde gerne spielen. Aber ich erzähle euch heute mal was zum Thema Stubenreinheit, wie ihr euren Welpen dazu bekommt, stubenrein zu werden. Und eigentlich ist das gar nicht so schwer, denn ein Hund ist eigentlich ein sehr sauberes Tier. Die Welpen versuchen möglichst nicht in ihrem Schlafplatz zu pinkeln oder Kacker zu machen. Und dementsprechend findet man oft die Tipps, dass man den Welpen in eine Hundebox oder in so einen kleinen Käfig reinlegen soll zum Schlafen, damit der Hund, wenn er mal muss, sich bemerkbar macht, weil er ja nicht in sein Bett pinkeln möchte und der Besitzer so die Möglichkeit hat, schnell zu reagieren. Ich persönlich finde diese Methode nicht so schön, weil ich einfach denke, dass ein Welpe, der so einen aufregenden Tag hatte, von seiner Mutter und seinen Geschwistern weg musste, in eine neue Familie, in ein neues Zuhause, nicht auch noch unbedingt in einem Käfig schlafen muss. Wir haben das daher anders gelöst. Wir haben die ersten Tage die Mia mit ins Bett genommen zu uns und dort hat sie auch geschlafen und wenn sie musste, hat sie sich bemerkbar gemacht, indem sie unruhig wurde, ein bisschen gewinselt hat. Und da ich einen sehr leichten Schlaf durch meine drei Kinder habe, habe ich das natürlich schnell gemerkt und konnte da reagieren. Nach ein paar Tagen ist sie dann schon auf dem Teppich neben dem Bett gelegen und wollte schon gar nicht mehr mit ins Bett rein. Da haben wir sie natürlich gelassen. Und wieder ein, zwei Wochen später ist sie dann im Erdgeschoss geblieben und gar nicht mehr mit runter ins Schlafzimmer gekommen. Und auch von dort haben wir sie gehört und konnten sie natürlich rauslassen, wenn es denn mal dringender war. Was kann man machen, damit der Welpe nicht anfängt, von alleine sich was zu suchen, wo er hinmachen kann? Am besten leint ihr ihn da über Nacht an, dass er wirklich bei seinem Schlafplatz bleiben muss. Denn dann kommt wieder die Situation, dass er sich bemerkbar machen wird und winseln wird, weil er ja da nicht pinkeln will. Ich persönlich finde eine Leine am Schlafplatz doch deutlich humaner, wie in so einem Käfig zu schlafen, denn da kann man sich doch noch mal anders hinlegen oder vielleicht auch mal vom Bettchen runtergehen, wenn es zu warm oder zu ungemütlich wird. Und die Leine tut's auch, um dem Hund zu zeigen, hier im Schlafplatz bitte nicht pinkeln und auch bitte nicht weggehen. Also das reicht vollkommen aus. Nach einer guten Woche war bei mir auch wirklich so, dass sie nicht mehr irgendwo gepinkelt hat. Das hat sich relativ schnell gegessen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr alle 2 Stunden, besser sogar 1,5 Stunden mit dem Hund rausgeht. Oft wird empfohlen alle 2 bis 3 Stunden, was ich aber gerade für so einen ganz jungen, 12 Wochen alten Welpen doch ein bisschen arg viel finde, so 3 Stunden auszuhalten. Das hat die Mia auch nicht geschafft. Von dem her würde ich euch empfehlen, lieber öfters zu gehen. Und es muss auch gar nicht lang sein. Das reicht 5-6 Minuten auf die Wiese, bis Pipi und Kaka gemacht ist und dann kann man wieder reingehen. Aber so muss der Hund nicht unnötig einhalten oder verbindet irgendwie negative Gefühle damit, wenn dann doch mal was in der Wohnung passiert. Das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr euch dann nicht aufregt, dass ihr nicht schimpft oder laut werdet, wenn ein Missgeschick passiert, sondern ihr macht es einfach weg, kommentarlos, mit einem guten Reinigungsmittel. Das ist ganz wichtig, dass die Stelle einfach nicht mehr nach Pipi riecht. Denn wenn es da noch nach Pipi riecht, wird der Hund die Stelle immer wieder aufsuchen und dort pinkeln. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, ganz wichtige Anzeichen unter anderem sind auch, wenn der Hund anfängt zu schnüffeln, dann sucht er nämlich schon einen Platz, wo er pinkeln kann. Das wäre ein Indikator, wo ihr auf jeden Fall rausgehen solltet. Genauso wie nach dem Fressen und Saufen, nach dem Schlafen, nach dem Spielen müssen die auch ganz oft mal pinkeln. Und das ist natürlich wichtig, dass ihr da einfach geht, auch wenn jetzt die 1,5 Stunden vielleicht noch nicht vorbei sind. Lieber geht ihr einmal zu oft als einmal zu wenig.